toll, was soll ich jetzt da sehen? Was soll das heißen? Was heißt das? Na, das. Wir werden Eltern. Überraschung! Du bist Papa! We are young! We are strong! Und? Ja, dann gerne. Und? Und? Meine Güte. Sind Sie schon da? Sind Sie schon da? Und? Ruhe. Ich hab grad Kunde. Ja, Donat, setz dich doch, ich bringe dir gleich. Und? Was kommst du denn hier reingeschossen? Sind Sie da? Sind Sie da? Wer ist denn da? Mann, verdammte Scheiße, deine Tage sind deine Tage da! Ja, das wissen auch gleich alle, ob ich meine Tage habe oder nicht. Kannst du mir nicht so schreien? Hey, muss das wissen. Nein. Nein. Scheiße. Sind Sie noch nicht. Aber. Das ist auch kein Grund, hier so aus der Haut zu fallen. Wir haben ja noch ein paar Tage. Vielleicht kommen sie morgen, vielleicht kommen sie nachher oder übermorgen. So gibt der Sache noch 2, 3 Tage. Und dann müssen wir mal schauen. Lassen wir mal durch. Ja, hast du überhaupt geschlafen? Nee. Sie ist mag. Dann weißt du was? Entspann dich erst. Weißt du was? Wir testen dich. Es gibt ja Schwangerschaftstest. Den Kaffee bring ich gleich. Ey, Colin, ich hol schnell einen Schwangerschaftstest und dann. Du willst gar nichts. Dann wissen wir das. Du willst gar nichts, weißt du, was du besorgst? Wieso? Ich besorge den selber. Na, dann los, ich mach den Kaffee. Ich mach den Kaffee jetzt. Nein. Die 5 Minuten haben wir jetzt auch noch. Weißt du, 5 Minuten? Ich mach das, wenn Emmy kommt, dann geh ich los und hol den Test und dann machen wir den dann gleich. Das dauert viel zu lange, so lange haben wir keine Gewissheit, Mann. Ich muss jetzt wissen, ob du schwanger bist oder nicht. Ich meine, da sind nur so viele. Ja, die beiden wollen es wahrscheinlich auch gleich wissen. Kannst du mal nicht so schreien? Du entspannst jetzt und gehst nach vorne. Ich kann dir einen Entspannungsdonut mitgeben? Nee, ich kann mich nicht kalten lassen. Ich geh drüben aufräumen, ja? Ja. Ja. Ruhe bewahren. Dann halt Folie. Ich kann schon mal nach Kinderbetten gucken. Oh, fuck, Alter, mein Leben ist am Arsch, ey. Ich werd wahrscheinlich Vater. Mann, Franzi muss unbedingt schnell einen Test machen, damit wir Klarheit haben. Und das Schönste daran ist auch noch, dass ich mein Portemonnaie und mein Handy auf dem Hausboot liegen lassen habe. Ey, dümmer kann's doch gar nicht laufen. Kannst du sie kurz nehmen? Da kann ich ganz schnell von aufs Handy ablegen. Irgendwas. Psst, Luna. Hör auf zu schreien, komm. Luna, oh, sowas soll ich auch haben? Wie soll das gehen? Luna, hier! Ich könnte auch heulen. Luna, ich könnte auch heulen. Mach dir keine Sorgen. Mach dir mal, bleib mal ganz ruhig. Mann, Alter, ich kann mit Kindern nicht. Und dann soll ich... Luna, wie soll ich das hinkriegen, hä? Ich könnte auch heulen, ich werde auch Vater. Auch Kind. Alles ist gut, mein Käckerle. Auf der Kasten ist da. Komm her. Du bist Opfer. Mann, Kretze, Alter. Du weißt ja, dass ich mit Franzi hier so eine Nacht hatten, die in Vergessenheit geraten ist, weil wir uns total weggeschossen haben. Und wir hatten Sex miteinander und nicht nur, dass ich sie beinahe mit Chlamydien angesteckt habe. Nein, sie ist überfällig. Entspann dich doch mal, Dicker. Sie ist überfällig, Mann, Digga, weißt du, was das heißt? Sie hat eine Limmetüte benutzt. Die habe ich doch selber gesehen, wo du die ausgepackt hast aus der Tasche. Digga, wir wissen davon nichts mehr. Was machst du, wenn wir eine zweite Runde hatten? Digga, du kannst keine zweite Runde. Du kannst nicht mal im Block joggen. Digga, erstens, die Limmetüte. Keine Chlamydien und sie ist auch nicht schwanger. Entspann dich, okay? Weißt du? Digga, klar, meine Städte. Digga, sind wir doch mal einfach ehrlich. Hä? Lynn und ich haben ein Kind, aber du? Du bist der Schmidtmaster. Du bist forever young. Ja, hier. Ja, hier. Ja. Forever young. Was machst du eigentlich hier? Ja, ich wollte nur mein Handy im Portemonnaie holen. Alfred, du, Digga. Danke. Deswegen, Alter. Ja, ich gebe jetzt zurück. Wähle dir lieber einen von der Palme, hast den ganzen Druck weg. Ja, ja. Schwester Herz. Okay, Kretzes Worte haben mir jetzt echt mich ein bisschen beruhigt. Aber absolute Sicherheit habe ich erst, wenn der Test negativ ist, verdammt. Was wird das? Hola. Ich präpariere Tests. Ich bin die war heute Morgen bei mir. Ja. Oh, der war fix und fertig. Völlig aufgelöst, die süße Maus. Da wollte er anscheinend heute Morgen so schnell verstehen. Ja, und er besteht jetzt darauf, dass ich einen Test mache. Und jetzt präpariere ich die. Mann, der arme Keks war gestern Abend schon so fix und fertig. Was ist denn, wenn er den in der Hand kriegt? Da muss er durch. Das hat er sich verdient.
Ja, er hat dir ja immerhin auch nichts gesagt. Richtig. Eieiei. Na, okay. Grandioser Plan. Aber Schmitty. Das schafft er. Ich löse dir heute Abend schon auf. Hallo. Hallöchen, hi. Hi. Was darf sein? Ich hätte gern ein... So ein Schokodonut sieht super aus, um okay. Was zu trinken. Klar. Ja, so ein Smoothie nehme ich auch noch dazu. Ja, gerne, setz dich doch. Dankeschön. Momentchen mal, vielleicht kann ich meinen Racheplan noch bis auf die Spitze treiben. Machst du das? Ja. Okay, super. Sorry, ich habe da mal noch ein kleines Anliegen. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen kurios, aber ich habe noch so eine offene Rechnung mit meinem Chef und könntest du mir eventuell einen Gefallen tun? Okay. Bestellung geht auch aufs Haus. Ja, da bin ich mal gespannt. Okay, ja? Geht's? Mhm. Momentchen. Würdest du da wohl eben flott für mich raufpullern? Alles klar. Kriegst du auch noch einen zweiten Donut aufs Haus? Ja, klar, warum nicht? Kann ich geil, danke. Toilette sind einfach durch die Türen und dann auf der rechten Seite. Alles klar, vielen Dank. Super, danke. Wow. Wow. Ich sag einfach mal nichts. Ey, ich bin so schlau. Wow. Bitte, was ist denn mit dir los heute? So kenne ich dich ja ja. Ja, ich weiß, ist ja. Und? Und? Ja, toll. Was soll ich denn jetzt da sehen? Was soll das heißen? Was heißt das? Na, das... Wir werden Eltern. Überraschung! Du bist Papa! Ist das schön? Und ich habe was Übergeiles vorbereitet. Und zwar, es gibt Apps, ja? Mhm. Da kann man Fotos von den Eltern hochladen und dann wird das Baby zusammengestellt, wie es aussehen könnte. Aha. Hier! So ein richtiger Fritti! Guck dir das doch mal an, wie süß eure Kinder werden. Vielleicht hat es auch ein Mädchen, eine Schranzi. Oh. Ist das süß? Guck mal mit Locken, Florian. Das sieht aus wie du. Mmh. Total süß. Was denn? Gibt's hier was zu feiern? Oder wie ich werde Patentante. Ich werde Patenonkel? Ja. Ach, das ist doch Mist. Dann kann ich erst um 18 Uhr aufmachen und ich hab 14 Uhr Dienstschluss. Ich hab los. Das machen wir dann. Das passt schon. Oh ja. Können wir nicht neuen machen? Ich meine, die Tests heutzutage, die sind ja da nicht sicher. Ich finde das schon sehr verlässlich. Aber ich kann auch noch mal raufpullern und du guckst zu. Schmitty, freu dich! Ja, ich muss mal raus. Frische Luft. Ja, da ist er. Schmitty! Franzi. Alles gut? Ja, pass auf, ich hab nachgedacht und... Okay, es ist halt nicht gewollt und war ein Unfall und... Aber wenn du das Kind behalten willst, dann werde ich dazu stehen. Also ich bin dann voll. Ah, da ist ja der werdende Vater. Ja. Ja, das freut mich ja. Zu hören. Ich habe auch nachgedacht, ich habe mir auch Gedanken gemacht und... Ich bin schon immer der Meinung, dass ein Kind echt in einem behüteten, beschützten, schönen Familienumfeld groß werden sollte. Heißt also auch mit beiden Eltern teilen. Was bedeutet, dass wir zusammenziehen werden. Und auf dem Hausboot ist es einfach ja viel zu eng, da sind viel zu viele Leute. Und wir kennen ja hier alle den Wohnungsmarkt in Berlin. Wir müssen schnellstmöglich anfangen, eine geeignete Wohnung zu suchen. Aber zusammenziehen? Ja, wir beide. Mama, Papa, Kind. Damit das Kind mit beiden Eltern groß wird. Ist halt auch viel entspannter wegen Luna, Hausboot und so, weißt du? Richtig. Aha. Und dann bist du da und ich bin da. Aha. Zusammenziehen. Ja. Echt jetzt? Ja, das ist doch einfach viel besser fürs Kind. Und wir müssen schon einfach das Beste fürs Kind im Sinn haben. Und da komme ich direkt zu Punkt 2. Punkt 2. Wir müssen heiraten. Ich will kein uneheliches Kind. Und fürs Kind ist es halt auch einfach besser, wenn die Eltern beide den gleichen Nachnamen haben. Wenn die Eltern beide eine Einheit sind. Willst du dich irgendwie kurz setzen? Weil, wenn du mal überlegst, das ist ja einfach viel, viel besser fürs Kind, so auch mit dem Behörden. Oh, arme Scheiße. Schmitty. Hey, hey.
Ey, aufwachen. Alles wird gut. Ich bin hier, dein bester Freund, und du bist im Crash. Trink erstmal einen Schluck Wasser, bitte. Hier. Mein Digga, du bist Vater. Übelst geil, Alter. Mann, Ben Daniel bekommt einen Kumpel. Und wenn es ein Junge werden sollte, hab ich auch schon den besten Namen. Leberecht oder Kalle. Oder Kalle Stefan Schmidt. Kalle Stefan Schmidt, das wäre doch ein super Doppelname, oder? Mhm, Franzi. Muss man Franzi sehen. Franzi ist auf Toilette mit Emmy. Wegen der Hochzeit. Ja, Digga, also wegen der Hochzeit hat gedacht, wir fragen mal Rick, ne? Der kennt sich ja voll mit sowas aus. Da bin ich wieder. Ich hab nochmal was mitgebracht. Ich dachte, vielleicht freust du dich dann ein bisschen mehr. Eindeutig positiv. Eindeutig. Du kommst nicht drum herum, Schmitty. Jetzt ist es soweit. Vielleicht werden es auch Zwillinge. Oh! Mich aufregen. Eine Lucy und Norman. Lucy und Norman finde ich super. Auf gar keinen Fall. Norman. Doch. Franzi. Schmitty, was soll's? Mann, freu dich doch. Und ich werd Partneronkel. Dreh mal um. Dreh den Test um. Oh, da steht ja was. Verarscht. Bam, bam, bam. Ich würde sagen, jetzt sind wir quitt. Das war nur gerechtfertigt. Warte kurz, heißt du, ich werd nicht Vater? Ja. Wie trocken, ja? Ja! Ja! Ich werd nicht Vater! Das ist ziemlich frech jetzt. Ja, gut, krasse Retourkutsche. 1A hab ich verdient. Die war genial. Die war wirklich genial. Touché. Vase. War wirklich genial. Aber du hättest es mir schließlich auch erzählen können. Ja, aber jetzt ist wieder alles cool, oder? Also, das wird jetzt auch nicht mehr vorstellen, also passieren. Also auch nicht mehr. Auf gar keinen Fall. Mehr. Gut, alles klar, komm bei uns drauf. Cool. Geil. Geil. Also, ich werde mir jetzt so sagen, auf dieses Happy End schmeiß ich eine Runde Bier und Korn. Jawoll! Schmitty, schmeiß eine Runde! Ich Vater. Egal. Früher oder später wirst du es sehen. Was für ein Glück. Hallo, Toni. Weißt du, warum ich eigentlich hier bin? Um dir kleinen Bitch zu sagen, dass du dafür büßen wirst. Na, bist du nicht heute früh mit dem Heuer zur Schule gekommen? Was ist nicht mein Vater, damit ist klar, okay? Okay, es reicht dann jetzt. Nein, du kannst dann. Jetzt. Du bleibst jetzt. Pete, habe ich gesagt, dass ich heute keine Zeit habe? Was ist passiert? Ich weiß selber nicht, was los ist. Komm raus, er sagt, plötzlich ist er zusammengesackt, die blutet aber von zwei Leuten. Wo ist mein Pass auf, ich habe eine Überraschung und zwar habe ich einen Sous-Chef gefunden, eventuell für uns. Du musst meinen Bruder überzeugen, okay? Ja. Ja, ja. Das ist der Hammer, ist das da. Ich danke dir dafür. Was soll denn das hier werden? Du bist dir sicher. Was machst du denn? Alles vorbereiten, wonach sieht es denn aus? Okay, du bist wirklich sicher. Ja. Entschuldigung mal bitte, warum kommst du meinem Freund so nah? Ich hab jetzt langsam satt, okay? Diese scheiß Eifersucht. Oh, wie süß. Halt dich einfach aus dem Weg. Ich meinte das nicht böse, Lynn. Genauso wie du es nicht böse meint hast, mit Danny zu bumsen. Danny und ich, wir haben uns wenigstens nicht geliebt, okay?